Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei Rumpeltours, herzlich willkommen im Quarantänezelt. Ja, auch uns hat es jetzt mittlerweile erwischt. Wir sind in der Türkei stecken geblieben. Am Anfang sah das immer noch relativ entspannt aus. Wir konnten im Land zumindest noch relativ frei fahren. Das wurde dann immer schlimmer. Und damit nicht ganz so viel Langeweile aufkommt während dieser ganzen Zeit des Nichtstuns und nicht reisen Könnens, habe ich mir mal gedacht, ich räume mal das ganze Auto aus, um euch mal zu zeigen, was wir alles dabei haben. Das hier, was ihr jetzt hier seht, da und da, das ist alles, was hinten in der Garage drin war. Das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen näher. Wir haben hier vorne direkt unsere Freizeitkiste. Da ist unter anderem Kletterzeug drin, zwei Klettergeschirre, Karabinerhaken. Da ist noch ein Teil drin für den Fahrradträger, für ein drittes Fahrrad. Kletterschuhe natürlich, zwei Paar. Ein aufblasbares Strandsofa. Was haben wir noch? Unser Sonnensiegel. Ganz, ganz toll das Ding. Funktioniert echt gut. Mit diesen Saugnäpfen, die benutzen wir jetzt mittlerweile sehr gerne. Das war ein schneller Test von Karlchen und Tour. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Letztes Jahr auf dem AMR-Treffen hatten die das auch übergangsweise. Und das haben wir uns abgeguckt und funktioniert wunderbar. Vernünftige Sonnensegel ist aber Pflicht. Ja, da ist noch ein Drachen drin für Romy, da sind auch Wäscheklammern drin. Romys Klettergeschirr natürlich auch. Ja, das ist die Freizeitkiste. Da kommt noch ein Federball-Set dazu. Das ist jetzt gerade nicht hier. Das liegt draußen. Genau. Ansonsten ein Stativ, ein Ersatztischbein, weil wir zwischendurch unseren Tisch ja geändert haben. Dann haben wir in dieser Kiste, das gehört eigentlich auch noch in die Freizeitkiste, eine Yogamatte. Hier sind noch ein bisschen Arbeitsklamotten, Regenschirm, das habe ich nur grob jetzt gesammelt. Es sind noch zweieinhalb Futtersäcke für Müsli mit in der Garage. Das war noch einer mehr am Anfang. Fahrradhelm. Klopapier. Das ist im Moment in der Garage, weil das so schlimm stinkt. Das war ein Fehlkauf, dass es papiniert ist. Eine Säge ist da noch. Eine Axt und eine kleinere Säge hängen noch in der Garage. Das ist unsere Wasserkiste. Ja, wie der Name schon sagt, da sind zwei lange Schläuche dabei zum Ansaugen. Ein anderer Schlauch liegt noch unter den Futtersäcken, da habe ich noch mal 25 Meter. Da ist Reinigungsmaterial für die Filter dabei, das ist so Vlies. Unsere Adapter-Set-Tüte mit Wasserdieb, mit Vergrößerung, Verkleinerung, alles drum und dran. Hier ist noch ein bisschen Kleinkram, was wir vom Ausbau noch über hatten. So ein paar Verbinder für die Leitung, die hatten wir auch schon ein paar Mal gebraucht jetzt. Und Ersatzfilterkartuschen, jeweils noch zwei Stück Kohle und Keramik. Für unser Filtersystem von Famous Water. Liebe Grüße an Joachim. Wovon wir übrigens auch immer noch mehr als begeistert sind. Wenn ihr mal dazu noch eine Zusammenfassung wollt, schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare, dann mache ich da noch mal ein Video drüber, wie das so im Alltag bei uns läuft mit dem Wasser. Wie viel wir dabei haben, wie das mit dem Wasser füllen läuft, entsorgen, Abwassertank und so weiter, das kann ich dann gerne noch mal machen. Das hier ist quasi eigentlich die einzige Kiste, die wir mit haben mit Ersatzteilen. Da ist ein Keilriemen mit drin, ist auch ein bisschen durchgemischt alles, da sind Dieselfilter unten drin, da ist ein Satz Dichtpapier drin, falls ich mal irgendwas dichten muss, Zünderkopfdichtung oder irgendwas selber schnitzen. Da sind ein paar Leitungen mit dazwischen, TKLAN-Leitung, Spritleitung, ein Set O-Ringe kann ich immer empfehlen, nehmt das ruhig mit. Weiter unten drin sind noch ein paar Nieten, ein paar starke Kabel, dass man auch mal, ich hoffe man sieht es hier, ich will echt nicht alles ausholen, das wird schlimm. Damit man mal Starthilfe geben kann, ein bisschen Bastelmaterial, noch ein paar Winkel und so kleinen Kram, was einfach übergeblieben ist. Unter anderem sehe ich gerade, ist auch immer noch unser Simmerring drin für das Getriebe, den müssen wir immer noch machen. Genau.
Also nichts weltbewegend. Neu im Bunde, wie das ganze andere Kletterzeug auch, ist ein 80 Meter Kletterseil. Das hier ist ein Saxophon. Ich komme aber überhaupt nicht dazu, das mal zu lernen. Egal, dabei ist es trotzdem. Weil ihr kennt das, jeder der sagt, auf einer Reise hat man Zeit. Ja, ja, das denkt jeder vorher. Ist außer der Quarantänezeit nicht der Fall. So, das hier ist meine Taucherkiste. Ich habe vom Tauchzeugs schon gar nicht mehr so viel dabei. Was ich zu Hause gelassen habe beim letzten Mal oder in Deutschland gelassen habe, ist mein Trockentauchanzug und die beiden Tauchflaschen. Ansonsten habe ich noch alles dabei. Da ist einmal ein vernünftiges Unterwassergehäuse für die Kamera, weil ich auch unter Wasser gerne Fotos mache, und zwar vernünftige. Ja, Schnorchel, zwei Masken habe ich dabei. Hier ist ein Neoprenanzug, zwei vernünftige Kopfhauben sind dabei, schön warme, und ich habe noch eine Eisweste, eine sogenannte. Die kann man über den Neopren noch mal ziehen, dann hat man noch ein bisschen was Dickeres an. Genau, das ist alles in dieser Kiste hier, also die zweite Freizeitkiste quasi. In der Kiste befindet sich, die brauche ich eigentlich nicht aufmachen, unser alter Dieselherd. Wer die ganze Story dazu mal sehen möchte, ich verlinke das mal oben. Haben wir ja auch ein Video drüber gemacht, warum wir Dieselherdheizung mal eben schnell in Rumänien austauschen mussten. Ich drehe euch mal um. Schlups. Nämlich hier noch drei Kisten. Gar nichts Spektakuläres mehr. Ihr seht, hier ist auch nochmal so ein Restholz, das habe ich überall mal ein bisschen zwischen. In der Kiste hier sind Wintersachen drin und alles, was wir nicht mehr so viel brauchen, auch für Romy, das Tragetuch zum Beispiel, das brauchen wir ganz, ganz selten bis gar nicht mehr. Ansonsten ein bisschen Winterklamotten oder die man halt so austauscht, die man jetzt im Sommer lange nicht gebraucht hat, wenn es mal kälter war und so. Das ist so Verschleißmaterial, Verbrauchsmaterial in diesen Kisten. Auch nochmal ein Holzrest. Da ist ein Flickenset für die Schläuche drin, für die LKW-Schläuche. Wir haben ja Schlauchreifen. Auch übrigens sehr zufrieden immer noch, wenn man denn vernünftige Schläuche findet. Das ist die Hauptvoraussetzung. Hier ist ein Helicoil-Satz. Damit kann man Gewinde reparieren. Ja, Panzertape, wie gehabt. Und einen Haufen Kleinkram. Also ein paar Ratschengurte noch. Die braucht man immer mal wieder. Auch noch mal Nieten. Hier ist Dekalin noch drin und ein bisschen Sikaflex-Kleber. Ein großer Drehmomentschlüssel, also mittelgroßer ist das nur. Fett ist da noch drin zum Abschmieren. Jo, was man halt so dabei hat. Also einfach Verbrauchsmaterial habe ich hier drin. Noch ein Satz Kupferringe. Hat sich auch schon bewährt, den dabei zu haben. Noch ein paar Arbeitshandschuhe als Ersatz. Flexscheiben mit Schruppscheibe, mit ganz normal dünne Trennscheiben, was man so braucht. Auspuffreparaturband habe ich auch schon gebraucht. Hier ist Silikonöl, das ist ein bisschen spezial. Das habe ich gekauft, um unseren Kühler zu reparieren. Und zwar die Visco-Kupplung vom Kühler. Hat sich aber so einigermaßen wieder von selber erledigt. Brauche ich erstmal nicht. Und dann haben wir... Achso, hier ist unser Ersatzteil für die Lichtmaschine. Die Kohlebürsten sind das. Ein bisschen HT-Kleber, Kupferpaste, Auspuffreparaturpaste nochmal, ein Rest Sprühkleber noch vom Ausbau, alles sowas. Ganz normale Sachen, nichts Wildes. Bis auf das Helicoil-Set ist das eigentlich wirklich alles handelsüblicher Kram. Ölfilter, da habe ich noch zwei Stück, brauchen wir auch. Achso, ganz wichtig. Wir hatten es in dem Video, glaube ich, zu dem Ausfall in Marokko schon mal gesagt, Metallknete. Das ist ein Zwei-Komponenten-Knete quasi. Wird nachher steinhart, könnt ihr Gewinde reinbohren und so. Da haben wir echt noch mal was nachgekauft in Deutschland. Glaube ich, drei Typen davon. Das Zeug ist wirklich richtig gut. Also damit kann man so viele Sachen reparieren, die andererseits die in einem anderen Fall, so heißt das Wort, nicht mehr reparabel wären. Also wirklich gute Notlösung. Neben Rescue Tape und neben Panzer Tape somit eins der wichtigsten Sachen, die wir dabei haben. Hier ist mal was DAF-spezifisches zu unserem Fahrzeug.
ist ein Satz Dichtringe für die Hubzylinder vom Fahrerhaus. Das war ja auch ein Riesenakt, das zu reparieren und den Fehler überhaupt zu finden. Holzreste in der zweiten Kiste. Das hier ist so ein bisschen die Werkzeugkiste. Da ist sowas drin wie, jetzt hat mich hier was gestochen, Schleifpapier, Fettpresse, eine Kartuschenpresse. Da ist nochmal Farbe drin für den LKW zum Nachlackieren. Unser ganz normaler Lack, das ist eine stinknormale Einkomponentenfarbe aus dem Korrosionsschutzdepot. Und Branto Corux. Pinsel sind da drin. Einfach ganz normale Wegwerfpinsel, weil man die leider so selten braucht, dass die auf jeden Fall eintrocknen werden. Da ist eine Flex drin, da ist eigentlich auch noch eine Stichsäge drin, die ist gerade in der Garage. Und natürlich die Blätter dazu. Drei Dieselfilter, davon brauchen wir mittlerweile ein paar mehr, weil wir den Schlammfilter nicht mehr drin haben, der vorher im Auto mit verbaut war. Und genau, deshalb tauschen wir die Dieselfilter einfach ein bisschen öfter aus, aber mit drei Stück sind wir da auch gut dabei. Und das sind auch Standardfilter, die kriegt man überall. Obertrol vertan, das hatte ich einfach noch über und wollte es nicht wegschmeißen. Das braucht man unterwegs eigentlich eher selten. Da ist so eine kleine Handnietenzange drin. Also wirklich, ich sammle da ein bisschen Werkzeug halt. Und Scheibenwischerblätter waren da auch noch mit bei. So, dann machen wir mal weiter. Da unten, das lasse ich aber noch ein bisschen liegen, das muss nochmal trocknen. Da ist mein Tauchjacket. Das hier alles ist unser aufblasbares Kajak. Benutzen wir relativ selten, ehrlich gesagt. Aber es ist tatsächlich ganz cool, das dabei zu haben. Ja, wenn man mal auf dem See ist oder an einem See oder wirklich am Meer auch und es ist schön ruhig, kann man das durchaus mal gebrauchen. Zwei Sitze sind dazu. Rettungsweste für Romy und die Aufblasvorrichtung hier, die Pumpe dazu und der entsprechende Schlauch. Das Problem ist, dass das so blöd gebaut ist, dass wir wirklich für das Stand-Up-Board, was sich hier befindet, und das Kajak, wir müssen jeweils beide Pumpen mitschleppen. Das ist total doof. Also das ging schlauchtechnisch irgendwie alles nicht anders und adaptertechnisch. Ja, ansonsten, wie gesagt, das hier das Stand-Up-Board. Das habt ihr ja auch schon bestimmt ein paar Mal gesehen in den Videos. Das ist die Pumpe dazu. Dann haben wir hier noch Neoprenschuhe zum Schnorcheln, weil ich nämlich nur Geräteflossen habe, so nennen sich die Dinger. Da braucht man halt Schuhe zu, das sind keine Schwimmbadflossen, wo man barfuß rein kann. Genau. Dann haben wir noch Blei dazu zum Schnorcheln, damit man auch runterkommt. Noch mehr Blei. Hier ist noch ein Schwimmbrett von Romy. Und hier in der Kiste, die ist auch noch da drin, sind noch ein paar Restschläuche von der Wasserinstallation, noch ein paar mehr. Da ist noch ein bisschen Tauchzeugs da drin. Das brauche ich zwar gerade nicht, aber wir haben ja nun mal noch dieses zu Hause. Reparaturset fürs Stand-Up-Board und hier ist noch ein Betätigungskabel, hier das schwarze. Das ist ein Betätigungsbautenzug für die Geländeuntersetzung vom LKW. Der ist schon zweimal gerissen mittlerweile. Oder ja, einmal war es meine Schuld, einmal ist er gerissen. Um aber den notfalls nochmal umbauen zu können, habe ich hier den alten einfach wieder geschweißt und repariert. Und der fährt auch immer mit. Zwei Tankentnehmer noch von der Heizungsumrüstung, die ich nicht brauchte. Und noch ein neuer Hydraulikschlauch für die Pumpe vom Fahrerhaus, für die Kippvorrichtung. Brauchte ich auch nicht, weil war bei der anderen neuen, bei den neuen Zylindern dabei. Jo. Das ist also in der großen Staukiste. Weiter geht's. Ne, da sind noch mehrere Sachen drin, warte. Das war nur die halbe Wahrheit erzählen. Es sind noch zwei große Unterlegklötze drin. Das hier sind zwei Ersatzzylinder für die Fahrerhauskippvorrichtung. Das sind die alten Zylinder, die ich repariert habe. Die kann ich also zur Not auch wieder einbauen. Und so eine nutzlose Warntafel, die wir nur wegen Spanien kaufen mussten. Im letzten Jahr. Gut. Ist halt dabei jetzt. Genau, und dann bleibt noch diese kleine Staukiste. In der Kiste ist dann das ganze Werkzeug drin, was wir noch haben. Und weil ich eh gerade dabei bin, kommt dann noch diese Außenstaukiste. Und ich die auf der anderen Seite auch noch. Dann haben wir auch wirklich alles, was wir mitschleppen, gezeigt.
vorletzte Staukiste. In der Außenstaukiste haben wir die ganzen Betriebsflüssigkeiten. Bisschen Motoröl, bisschen Getriebeöl, bisschen Hydrauliköl für die Kippvorrichtung, für die Servolenkung. WD-40, großen Kanister. Bremsflüssigkeit haben wir noch dabei, die brauchen wir eigentlich nur für die Kupplungsunterstützung. Viel zu großen Kanister, 5 Liter, aber ist egal, ist halt dabei. Dann noch den Keil, ein Rohr fürs Abwasser, wenn wir mal ein bisschen weiter was entsorgen müssen. Genau, und das alles, man mag es kaum glauben, findet Platz in dieser kleinen Kiste. Da geht schon ordentlich was rein, bin ich auch selber immer wieder überrascht, aber ja. Und bei der letzten Kiste, das zeige ich euch jetzt, die habe ich schon leer gemacht, findet sich der ganze Krempel hier. Ein Haufen Putzlappen, wirklich viele, viele, braucht man immer wieder. Ein bisschen Expander-Gummis und Seile für irgendwas. Ein Stück Kette, viel Unterlegholz, da habe ich eigentlich fast noch zu wenig. Ganz viel Bremsenreiniger. Das stinkt. Das ist, glaube ich, reiner Alkohol hier. Ich habe es immer noch nicht rausgekriegt. Wir haben es in Griechenland gekauft als Ersatz für Scheibenfrostschutzwischanlagenwasser. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Stinkt halt ein bisschen. Muss ich mal draußen lagern. Stimmt. Ja, viel Bremsenreiniger, noch eine angefangene Fettkartusche. Dann kann ich nämlich das Podest ab und zu mal fetten zwischendurch. Unser Wagenheber natürlich. Ein paar Gummistiefel von Angie und ein großer Pott Reifenmontagepaste ist da auch noch drin. Also alles, was man quasi zum Reifenwechseln braucht. In der Kiste, die habe ich gestern auch schon ausgeräumt, findet sich unser ganzes Werkzeug. Das war hier einmal die große Kiste mit dem schweren Werkzeug. Da sind halt große Maulschlüssel und alles, was ich nicht so oft brauche. Dann haben wir hier ein Set mit Torx-Stecknüssen. Dann habe ich hier einen Ratschenschlüsselsatz. Hier einen normalen Steckschlüsselsatz. Dann ist da drin noch eine große Nietenzange, brauche ich auch immer wieder mal. Hier ist so eine kleine Kiste, da habe ich alles Mögliche drin, vor allem aber Bohrer. Ein Haufen Montiereisen, ein großer Hammer, also ein großer, ein etwas schwererer Hammer, ein normaler Hammer. Und alles so Kram, der ein bisschen dreckig ist und auch dreckig werden kann, ist da unten in der Kiste drin. Noch ein Pott Farbe, nochmal Bremsenreiniger. Genau. Das findet alles Platz in dieser Kiste hier neben dem Urintank vom Trendklo. Das ist da ja auch noch drin. So, und jetzt sieht das Zelt so aus. Fast vergessen zu filmen, habe ich natürlich unser Bergematerial. Das lange große rote hier vorne ist der große Bergegurt für LKW. Dann haben wir da zwei Softschäkel hängen an der Wäscheleine oben. Hier das dicke Rot ist unser Kraftdreieck, um den Rahmen nicht schief zu ziehen. Und das Grüne hier ist so für Kleinkram Bergegurt, auch so knapp 10 Meter lang. Ein Kettenzug, um den Reservereifen runterzubekommen vom Dach, und zwei Metallschäkel haben wir noch dabei. So, jetzt wisst ihr, was wir alles dabei haben. Alle Außenkisten ausgeräumt, einmal sauber gemacht. Und die nächsten 2 Tage bin ich wieder mit Einräumen beschäftigt. Also, bis denn.